Wir sind in der zweiten Runde der Gary Weber Open. Drittes Spiel und Thomas Berdych gegen Viktor Troicki treten hier an. Und zu Beginn des Spiels bringen beide ihr Aufschlagspiel durch. Thomas Berdych, der das Glück hatte, mit dem Freilos in dieses Spiel zu kommen. Und Viktor Troicki, der Benjamin Becker in der ersten Runde geschlagen hat. Eins beide im ersten Satz. Und hier sehen wir nochmal den Fehler von Viktor Troicki. Dann bei zwei beide. Erste Breakchance für Berdych. 30-40. Und der in Blau spielende Berdych nutzt diese Chance zum ersten Break im ersten Satz. 3-2 für den Tschechen. Da sehen wir es nochmal. Diese Vorhand treibt Viktor Troicki schon in die Ecke. Und dann macht er das Feld frei. Und die gute Möglichkeit, den Punkt zu machen, das lässt er sich natürlich nicht entgehen. 5-3, also ein weiteres Aufschlagspiel, ging verloren. Und bei 5-3 holt sich dann der auf Platz 7 der ATP-Rangliste platzierte Tscheche diesen ersten Satz. Hier nochmal der Aufschlag von Troicki, ein weiteres Break gegen ihn, 3 Breaks im ersten Satz. Und damit der Satzverlust unabwendbar. Natürlich Thomas Berdych hochkonzentriert in dieses Spiel. Das gab es ja schon mal im letzten Jahr, diese Auflage. Zweiter Satz, 1-0. Und gleich in dem ersten Spiel des zweiten Satzes des Serben muss er das Break hinnehmen. Berdych geht auf 2-0 in Führung und in der Folge gewinnen beide ihr Aufschlagspiel. Und so gehen wir und steigen wieder ein beim 3-1. Und da gibt es die Möglichkeit, auf 4-1 davon zu ziehen. Und mit diesem Hammeraufschlag, da kann Viktor Troicki einfach nicht umgehen heute. Er findet kein Mittel. 4-1 die Führung. Und wie gesagt, dieses Spiel gab es schon einmal. Eine Auflage im letzten Jahr. Da spielten sie im Viertelfinale gegeneinander. Da gewann Thomas Berdych 7-6 und 6-1. Sollte das ein Omen sein für das heutige Spiel? Zurzeit sieht es ganz danach aus und bei 4-1 jetzt mal eine kuriose Szene aus dem Spiel. Ja, da hat er viel Glück gehabt, mehr Glück als Verstand, wie man gerne dazu sagt. Mit diesem Netzroller geht er auf 40-0 und hat die Chance mal wieder sein eigenes Aufschlagspiel zu gewinnen und zwar zu 0 zu gewinnen. Da überlegt sich der Ball nochmal, ob er rüber rollen soll oder nicht. Und mit diesem wunderbaren Stopp holt sich Viktor Troicki sein zweites Spiel im zweiten Satz. Sollte das nochmal eine Wende geben? Aufschlag natürlich jetzt beim Tschechen und der ist verdammt gut und hat 40-15 die Möglichkeit, also hier das fünfte Spiel auf sein Konto zu bringen. Aufschlag wie gewohnt sicher und mit einem Ass holt er sich das fünfte Spiel und führt damit 5-2. Und wenn wir das addieren, dann sind wir beim Tennis, beim verrückten siebten Spiel eines Satzes und wer dieses siebte Spiel gewinnt, so sagt man, der soll ja angeblich den Satz gewinnen. Hier sieht man nochmal das Ass, herrlich platziert. Und dann das letzte Spiel für Viktor Troicki. 30-40, Breakball, Matchball für Berdych. Und der hat jetzt alle Chance, bleibt total ruhig, konzentriert. Cross gezogen, diese Rückhand. Und zieht mit 6-3 und 6-2 in die dritte Runde ein. Glückwunsch an dieser Stelle. Dort wartet entweder Radek Stepanek oder Cedric Marcel Stäbe, die im nächsten Spiel spielen. Und dann wird er wissen, wen er nehmen soll. Im Interview nach dem Spiel sagte er, mir ist es egal, ich bin fit für beide.